Die zweite HBL legt wieder los. Und wie? Oh, schöner Kämpfer. Wow, wow. Was war das denn? Die wichtigsten Fakten zum ersten Spieltag. Jetzt im Dein Flashback zweite HBL. Die neue Saison startet direkt mit einem Spiel, das eigentlich auch nach erster Liga klingt. Der HBW Balingen-Wallstätten gegen den TuS in Lübbecke. Für Balingen Spiel 1 nach dem Abstieg und Spiel 1 mit dem neuen Trainer, mit Matthias Flohr. Gegner Lübbecke geht währenddessen in seine dritte Saison am Stück im Unterhaus. Die Gastgeber erwischen den besseren Start in diese Partie, können sich früh einen kleinen Vorsprung erspielen. Die Gastgeber wirken einfach schon eingespielt, spielen nicht, als wäre es erst der erste Spieltag. Beide Teams haben in der Pause ja einige neue Spieler verpflichtet, die Gäste unter anderem Falk Kolocej, der den Abgang von Finn Hangstein kompensieren soll. Balingen spielt wie aus einem Guss, steht hinten gut und kommt mit Tempo nach vorn. Was übrigens auch am neuen Mann im Tor liegt, Matthäus Kornetzki. Aus Eisenach ist er nach Balingen gewechselt. In Durchgang 2 steigern sich dann die Gäste. Es entwickelt sich das Spiel auf Augenhöhe, was man sich zumindest erhoffen konnte. Auch weil Lutz Heini, der aus Erlangen zurückgekehrt ist nach Lübbecke, immer wieder die Entscheidung sucht. Der TuS kommt ran, schafft es aber nie, das Spiel zu drehen. Balingen hat Oberwasser. Sascha Pfarrteicher mit der endgültigen Entscheidung. Balingen jubelt über zwei Big Points in diesem Duell zweier ambitionierter Teams. Auch der zweite Bundesliga-Absteiger startet mit einem Heimspiel. Und zum Auftakt hat der Bergische HC direkt ein Derby. Der TuSem aus Essen ist nach Wuppertal gekommen. Zwei neu formierte Teams, die im Sommer jeweils 7 Neuzugänge zu integrieren hatten, die sich hier zu Beginn ein intensives und schnelles Spiel liefern. Eloy Morante Maldonado trifft hier, einer von 3 ehemaligen Essenern auf Seiten des BAC. Je länger dieses Spiel dauert, desto mehr stabilisiert sich die Abwehr der Gastgeber, die zwischenzeitlich so auf 7 Tore wegziehen. Essen kämpft, aber schafft es gegen souveräne Löwen nicht nennenswert heranzukommen. Die Gastgeber machen nämlich nur wenige Fehler. Essens neuer Coach Daniel Hase wird nach dem Spiel fordern, nicht so schnell in Zweifel zu kommen, wenn etwas mal nicht klappt. In der Schlussphase kommt dann Lukas Dietrich beim BAC ins Tor. Er ist gerade erst im Sommer vom TuSem aus Essen zum BAC gewechselt. Der BAC gewinnt Spiel 1 nach dem Bundesliga-Abstieg am Ende deutlich mit 30:21. Was macht GWD Minden? Nach einer Saison zum Vergessen, in der mit einem Kraftakt der Klassenerhalt geschafft wurde, soll nun der Reset-Button gedrückt werden. Auswärts bei den Eulen entwickelt sich ein Krimi. Kein Team kann sich absetzen. Hier trifft Max Raguse zum 11:11, einer der Führungsspieler in diesem noch weiter verjüngten Team. In dem mit Mats Gruppe einer der jüngsten Keeper der Liga steht. Der ist erst 21 Jahre alt. Oh, schöner Kämpfer. Wow, wow. Was war das denn? GWD auf der anderen Seite hat sich mit einigen namhaften und zweitliga-erfahrenen Spielern verstärkt, wie zum Beispiel Ian Weber, der aus Hüttenberg gekommen ist. Die Führung wechselt hin und her. Wir springen in die Crunch-Time, in der GWD wieder am Zug ist. Philipp Forlicek aus Hagen nach Minden gewechselt mit der Entscheidung, oder? Einen letzten Angriff gibt es noch. 5 Sekunden. Doch der Wurf von Finn Lukas Leun geht daneben. GWD Minden also mit den ersten 2 Punkten. Jetzt schon eine Steigerung zum Vorjahr. In Dessau stellt sich derweil einer der ambitionierten Clubs der Liga vor, der HC Elbflorenz Dresden. Nicht wenige Experten sehen das Team von André Haber in dieser Saison weit oben mit dabei. Ah, frischer Wurf auf der Gegenseite. Der letztjährige Vierte muss sich den ersten Erfolg der Saison aber hart erarbeiten. Beim Derby in Dessau ist es Handballarbeit mit 2 starken Torhütern auf beiden Seiten. Eine Steigerung in Hälfte 2 sichert Dresden den ersten Erfolg in der neuen Spielzeit bei der Rückkehr von Timo Löser, der in den letzten Jahren Leistungsträger in Dessau war und von nun an ein Baustein in Dresden zu starkem Kader werden soll.
ein Aufsteiger jubelt. Während die HSG Konstanz gegen die HSG Nordhorn-Lingen verloren hat, kann der TuS Ferndorf die ersten Punkte einsammeln und sich eindrucksvoll zurückmelden in Liga 2, nach zwei Jahren zuvor in der dritten Liga. Der Weg dahin aber ist erwartet schwer. Das Derby gegen Dormagen findet nämlich in Wellenbewegungen statt. Beide setzen sich mal auf 4 ab, um dann wieder in Rückstand zu geraten. Vor den Augen von Nationalspieler Julian Köster, der nämlich seinen Bruder Moritz auf Dormagener Seite anfeuert, hält vor allem der Torwart von Ferndorf, Can Adanier, überragend. Wir springen rein in die Schlussphase. Oshikora bringt den TuS Ferndorf hier in Führung. 28-27. Erst in der Crunch-Time gibt es die Entscheidung für Ferndorf. Die Siegerländer sind letzte Saison ungeschlagen durch die dritte Liga gekommen und gewinnen jetzt nach dem Aufstieg in Liga 2 einfach weiter. Denn jetzt ist es amtlich. Der TuS Ferndorf startet mit 2 Punkten in die Saison.